Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und mit einem neuen Gameplay von Destiny Beta. Ihr seht, ich habe einen Kollegen mit bei, das ist der Manu, das ist ein Fan von mir, also ein Abonnent. Und der hat sich das aufgrund meiner Videos gekauft, oder? Ja, richtig, genau. Und wie bist du Also, damit zufrieden? ja, gefällt mir bis jetzt sehr gut. Super. Das freut mich. Was mir nämlich gerade aufgefallen ist, das will ich euch mal mit Manu demonstrieren. Der Chat-Audio haut hier nicht, manchmal nicht so wirklich hin. Also, sag mal jetzt was, Manu. Ja, Test, Test. So, ihr hört's ja, pa passt mal auf jetzt. Jetzt, Manu, quatsch mal einfach drauf los, ich geh mal nach hinten. Ja, Spiel super, Bewegung geil, läuft. Hört ihr das? Der Dass Monarchie der ist. Manu sich denn jetzt so vom Mikrofon verändert. Ich geh mal jetzt ganz nach hinten hin. So, jetzt sag mal Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. was. Hört ihr, dass da so leicht Echo, so leicht Hall, dass es so, sich so anhört wie ein Funkgerät? Und jetzt, wenn ich näher an Manu rangehe, wird die Klangqualität wesentlich besser. So, jetzt bin ich gleich wieder da. Jetzt kannst du mal was sagen. Ja, verändert sich bei mir auch die Klangqualität. Also ist auf jeden Fall besser, wenn du dichter dran bist bei mir. Richtig. So, und dann wollen wir mal loslegen. Ich mache bei dir einfach mit, würde ich sagen. Na denn, auf wie? Bei mir steht jetzt hier Touchpad drücken und auf zum Orbit. Ich kann dich so inspizieren, Fertig. kann ich dich. Ich Ja, kann kann dich ich dich auch hören. inspizieren. Das ist geil. Ich bin überhaupt kein Shooter-Freund, Leute. Überhaupt nicht. COD, Battlefield, alles überhaupt nicht mein Ding. Aber Destiny, das flasht mich sowas von weg. Man muss sagen, die Steuerung ist extrem gut. Also, ich habe es selber Und nicht mit präzise. Freunden abgetestet. Ja, ich hab's dir gesagt. Richtig gut, ja. Also der Manu hat mich angerufen und war am Überlegen, ob er sich Destiny vorbestellt, dass er sich halt die Beta sichern kann, dass er mal rinkicken kann. Und war am Anfang überhaupt nicht so wegen der Steuerung und wegen den Analogsticks und so. Und jetzt, er ist schon Level 2 und er ist total begeistert davon. Ja. Odin, wollen wir jetzt Level 5 testen oder Warte mal, jetzt normal lassen? ich muss mal gucken, wo ich jetzt überhaupt bin. Ich bin gerade mal bei, ich habe ja auch noch nicht alle. Ich habe Level 4 Kunden habe ich noch. Ich habe hier Level 3 Erde Story habe ich noch nicht gemacht. Level 4 Story habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe ja denn nur so ein bisschen gespielt. Level 6 Strike. Also das müsste ich hier noch machen. Also das mit dem Stern, also praktisch Da du links. ja aber. Das habe ich noch nicht Da du ja gemacht. aber vor mir bist, habe ich das natürlich noch nicht freigeschalten. Na, wo, was hast du denn alles frei? Level 5 habe ich noch gar Na, nicht. dieses, nein, dieses, was du in deinem Video probiert hast, auf Level 5 zu machen, ob du Ach. das, weißt du, was ich meine? Oh, auf Bin mir schwer. gerade nicht Ach, du mehr. Scheiße. Na, wir sind ja zu zweit. Ah, komm, lass uns versuchen. Starte einfach, lass uns versuchen. Auf 5, ja. Ja, auf 5. Okay. Ich habe ja auch eine neue Waffe gekriegt, also von daher. Ja, ich habe mir auch eine ausgesucht. Die du hast. Also mit den Rüstungen und mit den Waffen ist hier schon echt geil gemacht. Und du findest ja auch Einzelteile für Waffen und sowas, alle Baupläne. Du musst dir denn da einen Turm abgeben und sowas, alle. Habe mir extra noch eine Cola geholt, weil ich schwitze mir die Seele aus dem Leib, du. Nur noch so wenig übrig hier draußen. Die Gefallenen plündern alles leer. Der Wir C-Raumschiffe, hatten Glück, du? dass wir Ja. überhaupt ein Schiff gefunden haben. Blau cool. Ohne Das Schiff finde kann ich kein richtig geil. Mutter die Stadt Dass schützen. du Dass du selbst in selbst diesen in diesen Zwischen Sequenzen Sequenzen das das siehst, verlassen dass wollen, du zu auch nur zweit, zu seine dritt Truppen oder zu schützen. viert bist. Und nur in diesem Ich habe ja gestern Kosmos schon mal besteht eine die Aufnahme Chance, gemacht dass mit wir ein uns paar dort Leuten. finden. Die habe Wir ich aber haben die verworfen, die Gefallenen schon Aufnahme. einmal überlebt. Da waren wir zu Das viert, schaffen da wir hast du wieder. vier Raumschiffe gesehen und den hat ein anderes Raumschiff gehabt. Das hast du wirklich erkannt, alles. Ja, also das war schon echt geil. Bloß die Story, also bloß Story halt, ging dann halt nicht mit allen vieren zusammen. Da Hier ging halt wurde immer vor nur zwei kurzem ein oder drei. Mutterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. So, wo müssen wir lang hier jetzt? Gute Frage. Ah, ich hab'n. Manchmal musst du dich so ein bisschen drehen, dass du das denn siehst. Aber wir müssen hier lang, Digga.
Aber hier in der Beta, das habe ich in meinen Videos ja schon gesagt, sieht die Grafik schon wieder einen ganzen Tick besser aus als in der Alpha. Und die Schatten sind hier definitiv besser gemacht als in der Alpha. Also ich habe gedacht, ja gut, die Alpha ist schon eigentlich so komplett. Aber dass es mich so weghaut, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und jetzt müssen wir das Ding hier scannen. So. Ich werde mich mal in der Zeit auch noch mal mit einer neuen Die Waffe Elektronik ausrüsten. ist komplett hinüber. Oh, Level Aber ich kann die 39. letzten Übertragungen rausholen. Oh, erfordert Level 5. Toll. Bin noch nicht Level 5. Muss ich das jetzt aufscannen oder Eigentlich kommt das schon. jetzt automatisch schon später? Ich weiß es nicht, Mir einen wenn wir jetzt gleich Tunnel sehen. vorhab wiederherstellen. Unten in den Tunnel. Also Das bei ist mir mir sagt er ganz jetzt was unten unsicher. in den Tunneln. So. Und jetzt sehe ich soll da lang laufen. Da lang. Kannst du das Ding ohne mal scannen oder kannst du das jetzt gar nicht mehr scannen? Wie hast du das denn gescannt? Na, Ich habe bin da rangegangen und hab dann jetzt hier leuchtet, dann halt hier Ecke drückt gehalten. Nee, das kann ich jetzt hier nicht. Na, dann Ich musst hatte du auch bei schon mir. Speedy gezählt, weil der hat mir die gleiche Ansage gegeben wie dir. Ach so, cool. Sofort mit dem Was Tunnel. bist denn du eigentlich für ein Charakter? Was hast denn du genommen? Mensch, außer. Exo, Na, diese hier Ecke? diesen. Ja, genau. Oh, du hast aber einen Nee, geilen aber Helm. Wo hast du den den geilen Helm Charakter. her? Na, den habe ich mir gebaut. Den hast du dir gebaut. Ja, der. Also, ich habe ja hier diese komischen. Die erste Klasse habe ich genommen. Also, hier diesen. Diesen stärkeren da, der zuboxt. Nicht den du ihn genommen hast, nicht den Jäger und nicht den du ihn genommen hast, sondern den ersten mal genommen. Und da habe ich mir dann den Helm gebaut. Ja. Cool. Ja, ich bin ja so Exo bin ich ja. Ich bin ja kein Mensch. Ich, Na, ich ja auch nicht. Ich bin ja auch und, echt so. und Klasse habe ich mir genommen, nicht Titan, also ich bin nicht Scharfschütze oder Titan, ich bin mit Ja, ich bin so. Titan. Ich bin Titan. Achso, ich bin Magier, soweit in der Art kann man sagen, ist das. Oh, Scheiße! Schnell hier hinter, muss mal sichern. So, ich hab draußen alles erledigt. So, bist du schon vorgelaufen? Ja. Komme. Unten hier, hinter dir. Achso, weil hier unten habe ich auch gerade was. Achso, da ist noch einer. Alter, das Game, also das flasht mich so weit von weg. Ey, seit wann stehen denn hier Leute, ey? So. Zack. Eine Karte des gesamten Gebiets. So, jetzt scanne ich die Karte vom gesamten Gebiet. So. Oh, was ist denn das hier? Alter, was machst du denn hier? Unbedingt einen Wurmantrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond Hier war nur einer, ey. Den hätte ich kommen. gar nicht mitgekriegt. Jedenfalls. Unsere einzige Hoffnung Nein, liegt ich auf hab Fort den unseres gerade Schiffs. scheiße Wir gefunden. müssen zurück. So, So. zurück zum Schiff. Jo. Ich gehört hier schießen. Hast du durchschießen? Ja. So, jetzt mal gucken, wo ist denn das Schiff? Da. Aber in der Beta, in der Alpha, weiß ich noch, da konnte ich auch noch so Art fliegen, wisst ihr, hatte ich so eine Art Jetpack. Und da war hier oben Kiste, eine die habe ich Kiste. beim letzten Video schon erwähnt, ja. Ja. Ah. Aber hier ist diesmal keiner. Oh, warte mal, hier ist was. Hier, das ist eine Kiste, komm mal her. Kapsel geöffnet, muss mal gucken, ob du sie auch öffnen kannst oder ob sie bei dir offen ist, ob du die gleiche gekriegt hast. Jo, nee, hab Opa gekriegt.
Coole Sache. Okay, da sind wir wieder. Scale nach dem Warp-Antrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Ist in gefallenen Händen. Oh, hier ist es. Hoffentlich bist du bereit. Hoffentlich bist du bereit, sagt er mir schon. Ich leuchte auch so gräulich hier alles schon ringsherum bei mir. Wissen du? Ja. Ach, du bist schon unten. Ja. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass du mir vorbei bist. So, ich werde jetzt erstmal versuchen, mal Granate. Wow, shit. Oh, Alter. Ja. Du bist schon tot? Ja. Keine Ahnung, was das war. Die haben es in sich, die Penner. Warte, ich versuche mal, dich wieder zu beleben. Zack, da bist du wieder. So, erstmal Türm. Wow, alter Schalter, meine Energie ist komplett weg. Alter Schalter. In den Mauern. In den Mauern. Scheiße, wo bist denn du? Seh dich. Ach, da bist du. Ah, da. So. Ach, wir sind hier zu dritt. Einer ist noch da. Boah, Alter, ich hab. So, ich hab dich wiederbelebt. Nichts Gedanken. Oh, scheiße, da ist er schon, der Fette. Oh, jetzt bin ich tot. Müsstest du mal Viereck drücken, dass du mich wiederbelebst. Ich lieg da einfach rum. Eigentlich müsste es klappen, dass du einfach drückst. Jo. Oh, scheiße, der Fette. Ich hab dich wiederbelebt. Nee, doch nicht. Warte. Mach mal Trick 17, ich geh einfach von der Seite. Oh, scheiße, ich hoch. Ich bin erst in 30 Sekunden, werde ich erst wiederbelebt, ey. Ja, ich sehe bei dir wiederbeleben, aber bringt nichts, wenn ich es drücke. Alter Scheiter, die Scheiße hat so dermaßen in sich. Ja, war alle Leute. Ja. Scheiße, jetzt hat er mich getötet, der Penner. Und wir sind zu dritt gewesen, gerade. Ja, weiß ich nicht. Weil er auch das gemacht hat, aber ist doch cool. Bist du bereit? Ach, jetzt fangen wir alle drei nochmal. Ja, ist cool, los. So, warte, ich stürm vor, ich schmeiß erstmal eine Granate. Zack, aber ich hab keine Granate, warum nicht? Nein. Ja, habe ich gerade nicht zünden können. Ich versuche von hier gerade, von rechts, ihn habe ich platt. Uah. So, der ist weg. Ich hab hier nur noch eine Drohne, die ich jetzt ausschalten werde. Oh ne, da kommt er schon. Zack, Granate. Hahaha, mein Freund. Oh, scheiße. Oh, fuck. Nee, ich lebe noch. Ich pirsch mich jetzt von hinten an ran. Oh, scheiße, jetzt hat er mich gekillt. Ich hab mich ganz nah an ihn rangewagt. Ich liege hier genau hinten bei den Typen. Ja, ich lebe. Ja, toll.
Nee, lass mich da liegen. Der bringt das nicht. Der hat's noch in sich. Ich werd in 30 Sekunden werde ich wiederbelebt. Manu ist tot. Ich bin na fast wieder da. Ich bin. Ah, jetzt sind wir wieder alle tot. So, wir müssten mal vielleicht, wenn Subiki vielleicht ein Headset hat, müssten wir den vielleicht mal ins Team einladen. Dann könnte der uns auch verstehen. Warte mal, können wir den mal irgendwie ins Team einladen? So. Wie geht denn das jetzt? Achso, musst du Kreis drücken und dann gehst du Übersicht und dann gehst du auf Subiki und den kannst du den einladen. Oder stumm schalten, aber Subiki scheint kein Headset dran zu haben. Doch hat er. Da wird ein Lautsprecher angezeigt. Versuchen wir mal. Jo, lad mal Subiki einfach mal ein. Dann... Ach, ich soll den machen. Ja, du bist ja der Teamführer, ja, also. Ja, wir hören dich. Ja, wir hören dich. Hi. 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 Ich muss gleich davor sagen, Subiki, wir sind ich nehme das alles auf für YouTube. Also nicht, wenn du da, also, dass du siehst. Nicht, dass du dich wunderst. Ja, klar. Okay. So. Okay. Gehen wir mal los. Ich stürme mal wieder los. Ich schmeiß wieder meine Granate hin hier. Zack. So, jetzt sind sie erstmal tierisch sauer. Ich gehe mal von der Seite und schnapp mir die Penner wieder. Ja, scheiße. Ja, meine Waffe ist gerade auch nicht so toll. Und die neue Waffe kann ich erst ab Level 5 nehmen. Kann man die Waffe nochmal vorher ändern? Ja, die kannst du jederzeit ändern. Du kannst so viele Waffen mitschleppen und kannst sie dann jederzeit ändern. So, ich habe hier schon fast alle platt. Ena versteckt sich noch. Ah, scheiß Nachladen immer, ey. So, der ist platt. Der müsste jetzt jeden Augenblick kommen, oder? Hier. Ja. In den Mauern. So. Alter! Ich wollte gerade eine Granate schmeißen. Der ist nur aufgestampft. Ich bin tot, ja, der ist aufgestampft. Ich wollte gerade meine Granate schmeißen, den Treppe hoch. Dass er, wenn er kommt, da gleich Granate abkriegt. Der ist nur... Ja, ich bin genau hier an der Treppe. Also, der Typ ist weit weg von mir. Aber ich werde gleich wiederbelebt in 5 Sekunden. Eins, so, das müsste ich. So, da bin ich. So, hier sieht er mich nicht. Oh, doch, sieht mich. Scheiße, Penner. Ah! Wieso habe ich jetzt keine Granate gehabt, ey? Cool, dank dir. Scheiße, ich. Kommt mir mal hinterher, versucht mal von hier. Hier habe ich letztens gute Karten gehabt, weil hier hast du gleich, wenn du rauskommst, den Pfeiler. Hast du gut. Oh, da sind noch welche. Oh, scheiße, der kommt. Ja, die haben es halt in sich jetzt. So. Zack, ich hab Granate. Ich hab ihn mit der Granate erwischt. Das ist meine Energie aber wieder runter. Jetzt muss ich kurz warten, bis meine Energie wieder voll wird. Ah, hier ist er. Der ist gleich fertig. Die Anzeige ist nicht mehr doll von ihm. Oh, shit. Wow! Scheiße! Wow! Alter! Normalerweise kommen die hier nicht rein, hier ran. Wow! Scheiße! Mich hat er erwischt. Den habe ich gar nicht mehr gesehen, den Penner, ey. Der ist aber gleich hin. Der letzte, genau, Subiki muss durchhalten.
Ich bin in 15 Sekunden, kann ich auch wiederbelebt werden, also bin ich wieder da. Jo, da bin ich. Oh, scheiße, schnell weg hier erstmal. So, habe ich eine Granate? Gerade einen Archon erledigt. Das könnte die Gefallenen schwer treffen. Und wir haben einen Warp-Antrieb. Jetzt können wir zum Mond. Ich muss dich zum Sprecher bringen. Achso, ja, du musst ja jetzt zum Sprecher. Genau. Das habe ich ja schon gemacht. So, noch Munition einsammeln hier. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich ein Level up habe. Ich will Level 5 werden, dann kann ich endlich meine Waffe benutzen. Kommt der. Oh, was habe ich jetzt gekriegt? Ich habe Handschuhe hab ich gekriegt. Manu hat Waffe und Vicky Schuhe. Also Vicky hat Overall. Du hast hier bei mir sagt er hier, du hast eine Waffe, 26 ja. Und Stiefel. Jawohl. Für Titan, alles. Erforderklasse Titan. Ein Muss mal gucken. Ich hab nur Handschuhe. Muss mal die Waffe testen. Mal anlegen, gucken, mal ohne schießen. Die Waffe, die ich mir geholt hatte, fand ich jetzt nicht so toll. Die war von der Feuerrate so niedrig. Ich weiß auch nicht, das hätte man irgendwie so auch so in den Beschreibungen machen müssen, dass ob es Einzel- oder Mehrfachschuss ist, wisst ihr? Weil ich hatte auch schon in der Alpha eine Waffe, da habe ich gedacht, oh, die sieht ja geil aus und die hat auch ordentlich Power gehabt, aber die war halt nur Einzelschuss, dann konntest du halt andauernd R2 drücken. Und ich will ja halt R2 gedrückt halten, dass er dann gleich ein paar Schuss mit einem Mal loslässt. Naja, gut, wenn du schneller hintereinander drückst und die Tasten lassen sich da gut drücken im Controller. Oh, schade. Videosequenz. Ja. Jetzt quatsch da erst mit dem Dings da. Bleibst du so Biggie jetzt bei uns? Ja, wenn der bei uns ist, dann bleibt er bei uns. So lange, bis man rausschmeißt, sozusagen. Das ist ja das Geile an dem Spiel. Du brauchst ja nicht wegen jedem Scheiß neu einladen. Du kannst alle schön zu dritt durchstaddeln. Eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Und? Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Die Grafik sieht so geil aus. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit. Uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. Ja, habe ich ja sowieso. Zu jeder Version habe ich einen Link, aber die ganz teure für 150 oder 159 gibt es ja nicht mehr bei Amazon. Kannst du ja nicht mehr kaufen. Nee, die ist ausverkauft. Die hatte ich auch erst angekauft. Die Dunkelheit. Kehrt zu. Ja, da ist so ein Geist damit bei. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Aber den Chat müssen sie im Spiel definitiv noch verbessern, bin ich der Meinung. Was kann ich tun? Der hört sich so manchmal so ein bisschen blechernd an. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich fühlen. Ja. Ja, sonst könnte ich euch nicht mit in die Aufnahme nehmen, wenn ich Party gemacht hätte. Ja, das hätte nicht funktioniert. Sicher, klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Und immer der halt, wenn du auf Optionen drückst und dann einmal nach links auf Übersicht klickst, dann siehst du praktisch links
alle Einsatztruppen, also praktisch wir uns drei, also die, die einen Trupp bilden, dann in der Mitte Freunde und rechts im Spiel. Also jetzt sind nur wir drei im Spiel. Und der, der dieses gelbe Dreieck oben hat, der ist der Truppführer. Das wäre, weil ich dann höchstwahrscheinlich Eggyland habe als erstes. Genau. Oh, was haben wir denn hier gekriegt? Das Eisenmanner freigeschaltet. Was ist denn das? Zeitbeschränktes Event. Cool. Das Eisenmanner fordert Hüter dazu auf, sich im... Ich kann jetzt von hinten von der Couch nicht lesen, warte mal. Sich im Schmelztegel beweisen. Sein Vertreter wartet im Turm, um diejenigen zu belohnen, die sich besonders hervortun. Mhm. Oh. Upgrade. Ja, das werden wir doch mal machen hier, Schmelztegel, oder? Klingt doch auch geil. Warte mal, lass mich mal gucken. Müssen wir mal gucken, wo hier der Schmelztegel ist. Ich sehe ihn bei mir auf der Landkarte nicht. Siehst du irgendwo einen Schmelztegel? Dunkle Hölle, was Hölle? Ach, das ist beim PvP, also Spieler gegen Spieler. Ach so, nee, ach, Spieler gegen Spieler, nee, das macht keinen Spaß. Nee, bin ich auch nicht dabei. Ich hab's in der Alpha versucht, ich hab da keinen Schuss, ich konnte keinen abknallen. Ich ihn anvisiert habe, habe ich schon einen Kopfschuss gekriegt. Ja. Ich hol's mir auch nur spiel's ja auch nur wegen das, was wir jetzt hier so machen, so storymäßig. Das ist viel cooler, als wenn du da mit mehreren durchzockst. So. Jetzt kannst du ja mal das dunkle Innere, altes Russland, Erde, Level 3 Story. Normal, was haben wir denn hier eigentlich? Ich muss bloß schnell die Ausrüstung mal hier checken. Ja, ihr macht das ruhig, weil dann müsste ich ja, dann können wir noch Level 4 machen, dann müssten wir ja irgendwann mal aus alten Russland raus sein. Subiki ist ja bestimmt schon weiter. Bist du aus dem alten Russland schon raus? Meinst du mich? Ja. Ja. Ja, ich bin ja schon Level 8, also ich bin schon weiter. Cool. Na, dann müssen wir das noch machen, dass wir da mal hinkommen, wo Subiki ist, dass wir da aus dem alten Russland rauskommen. Also ich hätte jetzt hier im Angebot der Kriegsgeist und das dunkle Innere. Ja, ich würde sagen, erst das dunkle Innere und von da aus gehen wir zum Kriegsgeist hoch. Naja, nennen. Weil der dunkle Innere ist nämlich 3. Machen wir. Wollen wir hier wieder auch die Schwierigkeit erhöhen? So, Biggie, was hältst du davon? Das wäre jetzt Level 6. Was wir jetzt höher spielen könnten, wir können aber auch normal spielen, wäre Level 3. Nicht, aber auf Level sind die echt stark. Mach lieber Level 3. Mach mal Level 3, spiel nochmal durch. Ja. Richtig. Ich denke mal, macht jetzt keinen Abbruch, aber der Spielspaß wird erhalten. Richtig. So, Start 1-0. So. Ach, ihr seid Bede-Titan, sehe ich gerade. Subiki ist auch Titan. Ja, cool. Ja, ich hätte mal eigentlich bei der Alpha hätte ich mal auch Titan oder mal den Scharfschützen nehmen sollen, weil ich habe schon in der Alpha den Typen genommen, den ich jetzt nehme. Schade, dass ich meinen Spielstand von der Alpha nicht mitnehmen konnte. Da war ich auch schon Level 9, 10, 11, irgendwas in dem Dreh. Cool, jetzt werden nur drei Schiffe. Berichten zufolge haben die Gefallenen ja im Kosmodrom. Und wenn du jetzt ein Schiffs-Upgrade kaufst, also ein neues Schiff dir kaufst, dann wird uns das auch angezeigt, dass du ein anderes Schiff fliegst als wir. Also bleiben nicht immer die Schiffe zu sehen. Also wenn du ein neues Schiff kaufst, siehst du auch ein neues Schiff da fliegen. Definitiv. Das habe ich bei der Alpha schon gesagt. Also mich hat das... Okay, die Himmelswacht ist gleich hinter den Steppen. Ja. Ich habe ja bei der Alpha gedacht, ja, gut, meldest dich mal an, zockst du halt Shooter, sah zwar geil aus, aber dachte ich, mal gucken. Mir hat es ja schon von Anfang an gefallen, aber ich dachte, ja, ist halt ein Shooter, weißt du, aber die Alpha hat mich so dermaßen weggeflasht und ich habe die gesuchtet wie ein Bescheuerter. So, wo müssen wir hin? Ah, hier hoch müssen wir. Hier durch. Ach, zum Turm sollen wir bestimmt, wa?
Vor dem Untergang muss es hier ganz wunderbar gewesen sein. Tausende Menschen.